Gut, dann und herzlich willkommen zu diesem meinen Vortrag. Kann mich in der letzten Reihe jeder verstehen? Ich meine, ja, deutscher Akzent, ich weiß, aber es ging jetzt eher um die Akustik. Vortrag heute, Vortragsthema Software-Defined Network und OpenStack. Ich habe im Vorfeld relativ lange darüber nachgedacht, wie man dieses Thema sinnvoll verarbeiten kann. Einfach, weil ich denke, dass das Thema Software-Defined Networking per se hier eine Rolle spielen muss, dass es also nicht nur um OpenStack gehen sollte in dem Kontext. Und so wird das, was Sie jetzt erwartet, tatsächlich zweigeteilt sein. Einerseits geht es um die konkreten Anforderungen an Software-Defined Networking an sich. Die Frage, was soll das eigentlich tun? Was ist die Idee dahinter? Und andererseits dann auch um die Frage, wie ist das Ganze in OpenStack, also in eigentlich der klassischen Cloud-Plattform, so wie sie im Augenblick propagiert wird, konkret umgesetzt. Welche Maßnahmen benutzt OpenStack, um Software-Defined Networking entsprechend zu implementieren? Bevor es an das Thema per se geht, kurz eine Vorstellung meiner Wenigkeit. Bin seit fast neun Jahren in Wien, bin also heute Morgen mit dem ÖBB hergefahren, 5 Stunden ÖBB an einem Tag, das ist fast schon so schön, um wahr zu sein. Aber diejenigen von Ihnen, die regelmäßig ÖBB fahren werden, wissen, was ich meine. Wie Sie am Akzent sicher gehört haben, nicht in Österreich geboren, sondern hier ganz tief im Westen. Wir sind tatsächlich noch tiefer im Westen als Bochum, auch wenn Herbert Grönemeyer das nicht gerne hört. Also ganz nah an der holländischen Grenze quasi. Möglicherweise hat der ein oder andere von Ihnen schon mal einen Artikel von mir gelesen, relativ regelmäßig, diesen Zeitschriften. Möglicherweise hat irgendjemand von Ihnen von einem Debian-System schon mal Pacemaker benutzt. Das war dann ein Paket, das ich gemacht habe, weil ich selbst auch Debian-Entwickler bin und für Debian die Pflege des HA-Stacks mache. Beschäftige mich demzufolge relativ regelmäßig mit dem Linux-HA-Stack. Das war bis vor ungefähr 2,5 Jahren eigentlich meine Hauptarbeit. Und ansonsten relativ regelmäßig vortragend auf Konferenzen, bei entsprechenden Events, neulich bei der Python User Group in Wien. Und wenn ich das alles nicht tue, dann gehe ich meinem Hobby nach. Das ist dieses. Habe ich letztes Jahr hier übrigens auch schon gesagt. Habe auch darum gebeten, wenn jemand in Wien ist und buhlen möchte, soll er mich anrufen. Hat sich keiner gemeldet. Ich weiß nicht, ob das im Sport liegt oder an mir. Wenn ich bei all der Freizeitaktivität noch zum Arbeiten komme, dann tue ich das üblicherweise für diese Firma. Hastexo gegründet vor 2,5 Jahren. Wir machen 3 Dinge maßgeblich. Eines davon ist Hochverfügbarkeit. Das zweite ist verteiltes Storage. Und da hauptsächlich Ceph. Drittes Kernthema tatsächlich OpenStack. Und das ist ja auch der Teil unserer Arbeit, der mich heute zu Ihnen führt. Kurze Zwischenfrage. Wer von Ihnen betreibt virtuelle Systeme im Rechenzentrum? Wer von Ihnen betreibt Server im Rechenzentrum? Gut. Und wer tut das mit klassischen Netzwerktopologien, also typischerweise mit VLANs? Okay. Wer von Ihnen wünscht sich das flexibler und möglicherweise dynamischer? Okay. Das heißt, die meisten Leute, die es betreiben, wollen es eigentlich gar nicht ändern. Das finde ich interessant. Gut, wenn wir von Software-Defined Networking reden, dann reden wir offensichtlich maßgeblich nicht nur über das Thema, sondern wir reden über Virtualisierung. Und Virtualisierung umfasst zwangsläufig nicht nur den Computing-Teil. Bei Virtualisierung geht es nicht nur darum, dass ich Rechenleistung virtualisiere, wie ich das mit klassischen Hypervisern üblicherweise tue. Es geht auch darum, dass ich all das, was an diesen virtuellen Maschinen dranhängt, in irgendeiner Art und Weise virtuell abbilde. Und wie sich im Laufe des Vortrags hoffentlich ergeben wird, ist es de facto so, dass wir Virtualisierung mittlerweile zwar ganz gut können, wenn es um Computing geht, wir haben eine Reihe von Hypervisern, aus denen wir auswählen können. Wir haben tatsächlich viele verschiedene Möglichkeiten, virtuelle Maschinen zu betreiben. Wir haben Vollvirtualisierung, Paravirtualisierung, Container. Aber wir haben uns bis jetzt relativ wenige Gedanken darüber gemacht, wie wir Netzwerke virtuell sinnvoll abbilden können. Wie wir also das, was Computing-Virtualisierung ausmacht, auch auf Netzwerke übertragen. Und in den letzten Jahren hat so ein schöner Begriff die Runde gemacht, den Sie alle wahrscheinlich gar nicht mehr hören können, das Cloud Computing. Im Cloud Computing geht es eigentlich um eine sehr simple Eigenschaft. Im Cloud Computing geht es nämlich darum, auf Virtualisierung, so wie wir es kennen, mit klassischen Hypervisern, eine Schicht obendrauf zu legen. Und diese Schicht soll Kunden die Möglichkeit geben, soll Nutzern eines Setups die Möglichkeit geben, das Ganze sehr dynamisch zu verwenden. Dynamisch heißt in dem Fall eigentlich automatisiert. Alles, was um Cloud Computing dreht, alles das, was Cloud Computing beschreibt, hat im Wesentlichen eigentlich ein Ziel. Nämlich das Ziel, dass ich Aufgaben, die in Rechenzentren, die in IT-Plattformen regelmäßig anfallen, irgendwie automatisiere. Wenn ich einen Admin beschäftigen muss dafür,
dass er ständig das Gleiche macht, dass er virtuelle Maschinen installiert, dass er VLANs auf Switches konfiguriert, dann ist das nicht besonders sinnvoll. Ich könnte den nämlich auch dafür zahlen, dass er sinnvolle Dinge entwickelt, dass er neue Produkte entwickelt, neue Produkte schafft. Und ich könnte das, was er bis jetzt gemacht hat, automatisieren. Wenn wir von Cloud Computing reden, dann reden wir zu einem ganz großen Teil von Automatisierung. Infrastructure as a Service, Platform as a Service, all das hat letztlich nur ein Ziel, nämlich dem Kunden die Möglichkeit zu geben, dass er die Sachen, die er braucht, auf irgendeine Weise selbst zusammenklickt. Und um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir Infrastruktur im Rechenzentrum. Das heißt, wir brauchen irgendeine Art von spezifischer Konfiguration, die dem Kunden die Möglichkeit einräumt, Setups im Rechenzentrum so automatisiert zu nutzen, dass dem Anbieter, das ist jetzt mal unsere Sicht der Dinge, möglichst wenig Arbeit dabei entsteht. Für Virtualisierung können wir das mittlerweile ganz gut. Da haben wir Geschichten wie VMware, da haben wir Geschichten wie OVirt, verschiedene Frameworks, die um Computing-Virtualisierung, also um den Teil von Virtualisierung, der sich mit Computing befasst, einen Aufsatz obendrauf bauen. Ja, das heißt, ich kann den als Benutzer ganz einfach irgendwie verwenden. Ich kann mir meine Sachen, die ich benötige, da zusammenklicken. Aber das Ganze umfasst nicht das Thema Netzwerk. Und wenn wir uns mit dem Thema Netzwerk im Virtualisierungskontext näher beschäftigen, dann werden wir feststellen, konventionelle Netzwerke basieren auf einem sehr statischen Design. Da ist letztlich nicht viel Dynamik drin. Ein statisches Netzwerk funktioniert so heute eigentlich immer noch, wie es vor 10 Jahren auch funktioniert hat. Da hat sich bis dato nicht viel getan. Schauen wir uns die Grundannahmen, die konventionellem Netzwerk zugrunde liegen, doch einfach mal an. Gehen wir mal die Punkte durch, die da ins Gewicht fallen. Die erste Prämisse: Das Netzwerk ist zentral verwaltet. Es gibt irgendwo einen Menschen oder eine Firma, die die Kontrolle hat über das, was im Netzwerk passiert. Das ist in vielen Fällen einfach der Anbieter selbst, der zum Beispiel Switch-Konfigurationen zur Verfügung stellt, der Switches so konfiguriert, dass es für die Kunden im konkreten Augenblick passt. Aber Sie merken schon anhand meiner Ausführung eben, das Problem an der Stelle ist, dass der Administrator des Unternehmens das machen muss. Der sitzt da, konfiguriert Switches, konfiguriert irgendwelche Interfaces auf Servern. Das ist nicht automatisiert, das passiert händisch. Und grundsätzlich wollen wir in einer virtualisierten Umgebung eigentlich einen Zustand erreichen, in dem Kunden sich das selber ausmachen können, in dem Kunden sich ihre Netzwerktopologie vor Ort so im Rechenzentrum auf ihrem System virtuell konfigurieren können, wie sie das gerne hätten und nicht wie der Anbieter es vorgegeben hat. Zweite Prämisse: klassischen Virtualisierungssetups ist die Tatsache, dass Server Kunden gehören. Gehören heißt in dem Fall, ein Kunde hat die Garantie, dieser eine Rechner da ist ein Rechner, der betreibt nur virtuelle Maschinen, die zu mir gehören. Das ist insofern in Cloud-Computing-Umgebungen problematisch, weil bei Cloud-Computing-Umgebungen natürlich immer der Faktor Scale-Out eine Rolle spielt. Das heißt, das Skalieren in die Breite, die Möglichkeit, das Setup auszubauen. Wenn ich ein solches Prinzip hier verwende, dann habe ich grundsätzlich das Problem, dass ich meine Last nie dahin verschieben kann, wo sie gerade tatsächlich hingehört, sondern dass ich möglicherweise einen Kunden habe, der extrem wenig Leistung benötigt, aber 2 Server dafür in Anspruch nimmt, während ein anderer Kunde deutlich mehr Performance braucht, als er gerade kriegt, mit seinen 2 Servern. Und ich kann die virtuellen Maschinen dieses Kunden nicht auf die anderen Rechner verschieben, weil ich ein statisches Mapping habe. Und da sind tatsächlich VLANs in dem konkreten Kontext hier das Problem. Jetzt können Sie natürlich einwenden, naja, ich kann meine Switches ja auch mit Trunkports konfigurieren, dann habe ich meine virtuellen Maschinen da unten dran und ich habe die VLANs eben auf der Systemebene, auf der VM-Ebene konfiguriert. Ja, natürlich geht das, damit lösen Sie aber das Problem nicht, denn dann brauchen Sie da oben jemanden, der Ihnen die VLANs konfiguriert. Das heißt, Sie brauchen jemanden, der zentral festlegt, welcher Kunde welches VLAN benutzen darf. Die dritte Prämisse, die wir haben in klassischen Computing-Setups, ist die Tatsache, dass wenig bis kein Bedarf für Scale-Out existiert. Ganz konkret heißt das, so ein Setup wird üblicherweise geplant. Man geht beim Anfang schon von gewissen Wachstumsraten aus, die man in die Planung mit einbezieht. Typischerweise habe ich einen Switch, mit dem ich viele Kunden verarzte. Häufig finden sich Setups, in denen jeder Kunde seinen eigenen Switch bekommt. Und die Annahme ist, dass ein Kunde nicht exponentiell so schnell wachsen wird, dass die Hardware, die ich am Anfang installiert habe, an der Stelle nicht mehr genügt. Das heißt natürlich auch, dass die komplette Infrastruktur, die dahinter steht, sehr statisch konfiguriert ist. Wenn ich so einen Switch für einen Kunden habe, dann richte ich den einmal ein und typischerweise werde ich ihn danach nicht mehr benötigen. Und wenn Sie jetzt diese Anforderungen oder diese Erwartungshaltungen an konventionelles Computing hernehmen, an konventionelle Virtualisierung, die in den Kontext des Cloud Computings stecken, wo Automatisierung wichtig ist,
wo das Skalieren in die Breite extrem wichtig ist, dann werden Sie draufkommen, dass das so nicht besonders gut zusammen funktioniert. Prämisse 1, das Netzwerk ist zentral verwaltet. De facto wollen wir in einem Virtualisierungssetup der Gegenwart eigentlich einen Zustand erreichen, in dem der Kunde sich seine Netzwerkkonfiguration vollständig selbst organisiert. Das heißt, der Kunde legt fest, welche virtuellen Netzwerke er verwendet und muss sich trotzdem nicht darum kümmern, dass er möglicherweise mit den Netzwerken anderer Kunden kollidiert. Das Ganze muss so flexibel sein, dass jeder Kunde machen kann, was er will mit seinem virtuellen Netz, aber dass trotzdem keine Schwierigkeiten im Zusammenleben der einzelnen Kunden auf den Systemen existieren. Zweite Prämisse, Server gehören spezifischen Kunden. Ich habe es eben schon erwähnt, in Cloud-Computing-Umgebungen ist es typischerweise so, dass sie kein festes Mapping zwischen virtuellen Maschinen und spezifischen Hypervisoren haben. Das heißt, letztlich muss jede virtuelle Maschine, jedes beliebigen Kunden auf jedem Hypervisor, der Teil dieses Setups ist, laufen können. Und das kommt natürlich mit verschiedenen Implikationen. Eine Implikation, die Netzwerke, die wir in diesem Setup haben, sind rein virtuell. Natürlich brauche ich im Hintergrund irgendeine Art von Technologie, irgendeine Art von Software, die sich darum kümmert, dass das nicht miteinander kollidiert. Wir haben hier andere Herausforderungen, insbesondere der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle. Sie wollen natürlich in so einem Setup trotzdem die Garantie haben, dass virtuelle Maschinen von Kunden 1 und Kunden 2, die auf Alice laufen, nicht sehen, was die jemals andere virtuelle Maschine macht. Sie wollen ein Setup haben, in dem diese virtuelle Maschine auf Alice mit dieser virtuellen Maschine auf Bob diskutieren und sprechen und kommunizieren kann, ohne dass andere virtuelle Maschinen von anderen Kunden diesen Traffic sehen. Dritte Prämisse in wenig bis keinem dafür Scale-Out, das ist natürlich in Clouds genau umgedreht. In Clouds, Cloud-Computing-Umgebungen ist die Anforderung genau die. Ich muss in der Lage sein, dieses Setup in kürzester Zeit massiv zu erweitern, wenn es notwendig sein sollte. Ich erzähle da immer eine Geschichte, die so tatsächlich passiert ist von einem unserer Kunden. Der hatte eine relativ normal große Cloud-Computing-Umgebung, das war OpenStack, das ist es auch immer noch. Und dieser Kunde hat dann irgendwann morgens einen Anruf erhalten von einem seiner Kunden, von einem seiner zukünftigen Kunden. Und die Anforderung an der Stelle war, dass dieser Kunde jetzt sofort 300 virtuelle Maschinen betreiben muss und außerdem braucht er 4 bis 5 Terabyte Speicherplatz, weil er für seine Applikation Nutzdaten hochladen möchte. Und das war so ein Image-Hoster, also so eine Art Ferienbildergeschichte quasi. Das heißt, er brauchte extrem viel Speicherplatz, der brauchte für die Applikation per se extrem viel Rechenleistung. Und das ist eigentlich ein typisches Anforderungsprofil an Clouds. Sie wollen in der Lage sein, in den Laden zu gehen, Server zu kaufen, die ins Rack zu schrauben, die automatisiert zu installieren, dieser automatisch Teil ihrer Cloud werden zu lassen. Und dann wollen sie definitiv nicht an Netzwerkkonfigurationsparametern herumschrauben. Das heißt, sie wollen, dass sich diese neuen Rechner, die sie kaufen, nahtlos in das Netz integrieren, so wie es bis jetzt schon war. Sie wollen nicht einen Admin abstellen, der 2 Tage nichts anderes tut, als WLAN-Konfigurationen auf Switches entsprechend zu modifizieren. Die 3 Anforderungen, die ich gerade formuliert habe, werden Sie, wenn Sie mal genauer hinschauen, bei klassischen Computing-Virtualisierungsgeschichten so nicht ohne weiteres finden. Netzwerk, statisches Netzwerk mit WLAN-Konfigurationen auf Switches ist nicht flexibel genug, um diese Anforderungen, die Cloud-Computing-Umgebungen oder auch massiv gewachsene Virtualisierungsumgebungen haben, zu erfüllen. Und daraus ergeben sich verschiedene Konsequenzen. Erste Konsequenz, das Netzwerkequipment hat zu funktionieren in einer Art und Weise, bei der Hardware und Software voneinander getrennt sind. Software heißt in dem Fall jetzt tatsächlich die Software, die auf dem Netzwerkequipment selber läuft. Bezeichnet man dann im Englischen ganz gerne als Decoupling, das ist auch so ein Buzzword. Letztlich geht es nur darum, dass meine Switches per se eigentlich keine Aufgaben mehr wahrnehmen, die sich auf die Steuerung von Traffic beziehen. WLANs auf Switches sind ja letztlich genau das. Bei WLANs auf den Switchen geht es darum, dass der Switch mir auf Hardware-Ebene, auf Switch-Ebene einen spezifischen virtuellen Teilbereich meines Netzwerks entsprechend einrichtet. Und genau diese Funktionalität wollen wir in Software-Defined Networking-Umgebungen von den Switches weghaben. Wir wollen, dass der Switch letztlich ein bloßes Stück Blech ist, das seiner Hauptaufgabe nachkommt, die darin besteht, Pakete von einem Rechner zum anderen zu leiten. Aber wir wollen nicht, dass auf der Switch-Ebene irgendeine Art von Kontrolle stattfindet, dass da irgendeine Art von Steuerung stattfindet bezüglich der Quelle oder des Ziels einzelner Pakete. Und das schließt natürlich WLANs aus, weil WLANs genau das sind. Wir wollen also im Software-Defined Networking grundsätzlich den Switchen
diese Intelligenz einfach nehmen. Die darf natürlich da sein, aber die Anforderung ist, dass ein Switch in einem Software-Defined Networking-Umfeld auch dann funktioniert, wenn er zum Beispiel nicht managebar ist, wenn ich zum Beispiel nicht die Möglichkeit habe, überhaupt VLANs auf dem Ding einzutragen. Zweite Konsequenz, die Cloud muss sich selbst um ihr Netzwerk kümmern. Das heißt, alles, was mit der Steuerung von Traffic innerhalb meiner Cloud-Computing-Umgebung über alle Hypervisor-Knoten hinweg zu tun hat, ist eine Sache, um die die Cloud sich selbst kümmern muss. Und daraus ergibt sich unmittelbar die dritte Konsequenz. Die Cloud-Software muss natürlich wissen, wie sie das tut. Die Cloud-Software muss Technologien einsetzen, muss Mittel und Wege haben, um diese Art von Kontrolle innerhalb der Cloud adäquat wahrzunehmen. Das umfasst einerseits das Sicherstellen, dass Traffic, der von einer VM kommt, bei der anderen VM des gleichen Kunden auf einem anderen System entsprechend landet. Das umfasst aber auch Sicherheitsaspekte. Das heißt, die Cloud muss zum Beispiel adäquaten Ersatz für VLANs zur Verfügung stellen. Die habe ich ja aus Switch-Ebene nicht mehr. Das heißt, meine Cloud-Umgebung muss in der Lage sein, eine ähnliche Funktionalität, eine ähnliche Funktion auf der Software-Ebene nachzustellen. Und genau das ist der Augenblick, in dem wir bei OpenStack Neutron angekommen sind. Als exemplarisches Beispiel, wenn Sie sich anschauen, welche Softwarelösungen oder welche Cloud-Computing-Umgebungen wir in Realita sonst noch vorfinden, dann werden Sie draufkommen, dass CloudStack ganz ähnliche Funktionalität bietet, dass Eucalyptus ganz ähnliche Funktionalität bietet. Wie gesagt, ich mache es jetzt am Beispiel von OpenStack Neutron, aber eine sehr ähnliche Funktionalität werden Sie de facto in nahezu jeder Virtualisierungsumgebung finden. Ich habe gehört, dass im Vortrag über OVIRT heute Morgen darüber ja auch schon die Rede war, dass ich eben ein virtuelles Netzwerk konstruieren möchte. Und genau darum geht es letztlich. OpenStack Neutron folgt der Idee eines überaus modularen Designs. Bei OpenStack Neutron geht es letztlich darum, dass ich eine Vielzahl von kleinen Teilkomponenten von Neutron habe, die in ihrer Eigenschaft zusammenspielen, um am Ende genau das Ziel zu erreichen, das der Kunde erwartet. Nämlich ein Netzwerk, das er sich selbst konfigurieren kann, das aber trotzdem über die Grenzen einzelner Hypervisor hinweg funktioniert, so wie der Kunde das erwartet und obendrein zuverlässig und sicher ist. Modulares Design heißt in dem Falle, dass sich Neutron zunächst mal in drei einzelne Dienste aufteilt. Einerseits der Neutron Server. Das ist eigentlich die wichtigste Komponente, auch wenn der selbst gar nicht viel kann. Der ist verhältnismäßig doof. Das ist eigentlich eine API. In OpenStack ist die Grundannahme, dass jeder einzelne Dienst eine API zur Verfügung stellt. Im OpenStack-Falle, wie bei allen anderen OpenStack-Diensten, übrigens auch im Neutron-Falle, ist das eine RESTful-API, also eine API, die über HTTP-Protokolle anzusprechen ist. Diese RESTful-API ist im Neutron-Server integriert, allerdings, und das ist die interessante Anforderung hier an der Stelle, ist der Neutron-Server selbst nicht in der Lage, irgendein spezifisches SDN-Protokoll zu sprechen. Wie Sie sich vorstellen können, haben wir im Umfeld des Software-Defined Networkings natürlich mehrere Ansätze von unterschiedlichen Herstellern. Das ist ja in der IT Gott sei Dank immer so. Das Schöne an Standards ist, dass es so viele davon gibt. Und dem Beispiel folgt das Software-Defined Networking. Der Neutron-Server selbst kann keine Software-Defined Networking-Technologie nutzen. Dazu braucht er Plugins. Das heißt, dieses Ding ist letztlich modular und ermöglicht über Plugins das Nachladen von externer Funktionalität. Das sind einfach Module, die muss ich in der Konfigurationsdatei von Neutron entsprechend angeben. Und sobald ein Plugin in Neutron geladen ist, ist Neutron in der Lage, ein spezifisches Software-Defined Networking-Protokoll zu benutzen. Hat jemand von Ihnen schon mal von OpenFlow gehört? Gut. Ist letztlich eine Alternative. Ja, OpenFlow ist eine Software-Defined Networking-Technik. Es gibt da noch eine ganze Reihe von weiteren. Viele basieren auf OpenFlow, aber dazu dann möglicherweise später noch mehr. Grundsätzlich, wie gesagt, die Annahme OpenStack Neutron muss in der Lage sein, ein SDN-Protokoll zu sprechen. Der Server selbst kann das nicht, aber er erreicht diese Funktionalität, indem er sich tatsächlich entsprechende Plugins nachlädt. Wenn Sie sich jetzt dieses Setup mal vorstellen, wenn Sie sich vorstellen, wir haben irgendwo einen Neutron-Server und in diesem Neutron-Server läuft ein Plugin, dann kommen Sie drauf, naja, wir werden ja auch noch Hypervisor-Hosts haben. Das heißt, irgendwo müssen unsere virtuellen Maschinen laufen. In den Neutron ist es grundsätzlich so, dass nicht der Neutron-Server auf jedem Hypervisor läuft, sondern der Neutron-Server erteilt über das Plugin, das geladen ist, Befehle, Konfigurationsdirektiven. Und auf den Hypervisern, also auf den Rechnern, die meine virtuellen Maschinen betreiben, laufen dann die entsprechenden Agents dazu. Ein Agent ist quasi das clientseitige Gegenstück zu einem Server. Es läuft auf einem Host, in dem Fall auf einem Hypervisor, holt sich von da
die Konfigurationseigenschaften ab, die in Neutron gespeichert sind, im Server gespeichert sind, und führt das auf den Systemen entsprechend aus. Wir haben in OpenStack verschiedene Arten von Agents. Wir haben die spezifischen SDN-Agents, das heißt, wenn Sie in Neutron ein Plugin laden, das zum Beispiel die OpenFlow-SDN-Technologie benutzt, dann brauchen Sie auf Ihren Hypervisor-Rechnern einen Agent, der dort ebenfalls OpenFlow als Technik implementiert, einfach damit wir die gleiche SDN-Technologie überall im Netzwerk verteilt haben. Und dann gibt es im OpenStack noch die sogenannten generischen Agents. Die generischen Agents heißen so, weil sie mit sämtlichen Plugins zusammenarbeiten und auf den Hosts, insbesondere auf dem sogenannten Netzwerkknoten, spezifische Aufgaben wahrnehmen. Hier haben Sie das Ganze schematisch dargestellt. Sie haben hier in diesem Beispiel de facto Hypervisor, fangen wir mit denen an, die sind ganz oben, das sind die einfachen, die Dinge hier betreiben unsere virtuellen Maschinen. Und wenn Sie jetzt mal von OpenFlow ausgehen oder im konkreten Beispiel von OpenVSwitch, OpenVSwitch ist ein Frontend für OpenFlow, dann sehen Sie, dass für OpenVSwitch auf jedem dieser Rechner hier oben ein eigener Agent läuft. Hinzu kommt der Neutron Server mit dem Plugin. Der läuft in diesem Fall auf dem CC, auf dem Cloud Controller. Sie haben hier das Plugin geladen und Sie sehen, dass von dort aus die Konfigurationsdirektiven sowohl an die OBS-Agents gehen, also an die SDN-spezifischen Agents, als auch an die generischen Agents. Das ist in dem Fall hier der DHCP-Agent und der Layer-3-Agent. Was tun die Dinger? Wozu sind die gut? Beim OBS-Agent ist es, wie schon erwähnt, tatsächlich so, dass das Ding auf den Hypervisern die aktuelle tatsächliche Software-Defined Networking-Konfiguration installiert. Der Layer-3-Agent sorgt im OpenStack-Beispiel dafür, dass virtuelle Maschinen über den Netzwerkknoten, über den Network-Node ins Internet kommen. Das heißt, de facto konfiguriert das virtuelle Gateways, die die virtuellen Maschinen anschließend nutzen, um durch den Layer-3-Agent auf den Netzwerkknoten ins Internet zu kommen. Funktioniert andersrum übrigens genauso. Auch der Traffic, der von außen nach da geht, wird auf dem Netzwerkknoten durch den Layer-3-Agent geleitet. Und der DHCP-Agent hat eine denkbar einfache Aufgabe. Der versorgt nämlich virtuelle Maschinen von Kunden mit dynamischen IP-Adressen. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie so ein Setup konstruieren und Sie geben jedem Kunden die Möglichkeit, dass er sich seine Netzwerktopologie selbst konstruiert, dann wird der Kunde wahrscheinlich nicht anfangen, einzelne virtuelle Maschinen mit statischen IP-Adressen zu starten. Stattdessen haben Sie im OpenStack-Kontext einen Ansatz, bei dem eine virtuelle Maschine bootet, dann kriegt sie von einem DHCP-Server einfach eine IP-Adresse und dann kann sie mit dieser IP-Adresse anschließend arbeiten. Ich habe jetzt schon zwei Techniken erwähnt, auf die ich gerne genauer kurz eingehen möchte. Ich habe erwähnt, wie das Ganze grundsätzlich theoretisch funktioniert. Die spannende Frage ist, wie passiert das denn in der Realität? Was passiert zum Beispiel auf den Netzwerkknoten, damit der Traffic von den einzelnen Hypervisern durch den Layer-3-Agent ins Internet kommt? Was tun eigentlich die OpenVSwitch-Agents? Wie sorgt also zum Beispiel die OpenVSwitch-Agent dafür, dass die Kommunikation zwischen virtuellen Maschinen funktioniert, und zwar sicher funktioniert? Diese Darstellung müssen Sie nicht auf den ersten Blick verstehen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist im Wesentlichen eine schematische Darstellung der Einsetzung, der Verwendung von OpenFlow und OpenVSwitch in einer OpenStack Cloud. Sie haben hier zwei Rechner. Links ist ein Hypervisor-Rechner, rechts ist ein Hypervisor-Rechner. Und das Beispiel demonstriert, was passiert, wenn zwei virtuelle Maschinen des gleichen Kunden miteinander reden wollen, über die Grenzen von Hypervisern hinweg. Links auf dem Hypervisor haben Sie die virtuelle Maschine 10552. Gehen wir davon aus, dass die mit der 10554 kommunizieren möchte. OpenFlow und OpenVSwitch laufen im Hintergrund zusammen. Die virtuelle Maschine, die auf diesem Rechner läuft, hat beim Starten, nehmen wir an, es ist eine KVM-Maschine, hat beim Starten ein virtuelles Netzwerkinterface erhalten. Das heißt, das ist einfach ein virtuelles Netzwerkinterface auf dem Host selbst, so wie der Linux-Kernel das auch anbietet. Und dieses Interface ist hostseitig in eine Bridge gelinkt. Das heißt, da haben wir eine Bridge auf dem System. Die Bridge heißt BR-Int, das ist die sogenannte Integration Bridge. Die virtuelle Maschine ist direkt mit dieser Bridge verbunden. OpenVSwitch steht für Open Virtual Switch. Das heißt, Sie haben es mit virtuellen Switchen zu tun. Das können Sie sich durchaus so vorstellen, wie so ein Stück Stahl, wo Sie die Netzwerkkabel reinstecken. In dem Fall ist es halt nur nicht physikalisch vorhanden, sondern virtuell. Ganz konkret sind das hier zwei Switches in OpenVSwitch. Die virtuelle Maschine ist über BR-Ins mit dem BR-TAN verbunden. Das ist die Tunneling Bridge. Im konkreten Fall ist der Mechanismus, der zwischen den beiden Maschinen zum Einsatz kommt, einfach ein GAE-Tunnel. Das heißt, zwei Maschinen haben einen GAE-Tunnel miteinander. Durch diesen geht der Traffic. Ganz konkret ist in diesem Falle der Traffic Flow dieser. Das Paket verlässt die virtuelle Maschine über ihr virtuelles Interface,
das in die BR Int gepatcht ist und geht dann letztlich seinen Weg durch die Tunneling Bridge über das virtuelle, über das physikalische Interface ETH2 in einen GRE-Tunnel hinein. Dieser GRE-Tunnel terminiert auf dem anderen Hypervisor. Und da passiert das Ganze nochmal, allerdings rückwärts. Ja, das heißt, das geht dann letztlich hier durch und kommt auf diese Art und Weise bei der virtuellen Maschine auf dem zweiten Rechner, auf dem zweiten Hypervisor an. Wenn Ihnen das mit GRE etwas spanisch vorkommt, möglicherweise haben Sie von GRE bis jetzt nur im Vorbeigehen gehört. Sie können sich das auch mit VLANs vorstellen. Einer der Eindrücke, die bei dem Vortrag hier häufig entsteht, ist, dass VLANs böse sind, dass ich gegen VLANs basche. Das ist nicht so. Das ist nicht die Idee dahinter. Grundsätzlich ist es an der Stelle völlig egal, ob Sie VLANs benutzen oder ob Sie GRE-Tunnel benutzen. Sie können beide Technologien äquivalent einsetzen. Das sind letztlich Transportmittel. Ja. Wir haben hier einen Transportlink, der kann auf VLANs aufbauen, der kann auf GRE-Tunneln aufbauen. Wichtig im VLAN-Kontext ist einfach die Tatsache, dass wir OpenFlow und OpenVSwitch benutzen, um die VLANs an dieser Stelle virtuell zu konfigurieren. Das heißt, wir konfigurieren hier tatsächlich mit OpenFlow und OpenVSwitch, in dem Falle VLAN-Tags, dynamisch für unsere Interfaces und haben auf diese Weise genau den Teil, der uns ohne SDN fehlt. Wir haben nämlich die Kontrollinstanz, die festlegt, wann Pakete von wo nach wo gehen und wie sie gesendet werden. Wenn Sie sich den Traffic anschauen, der ins Internet geht, das ist letztlich vom Prinzip her genau das Gleiche. Links haben Sie immer noch den Hypervisor. Das hier ist jetzt der Netzwerkknoten. Das ist das, was Sie in der schematischen Darstellung eben auch schon gesehen haben. Die Netzwerkknoten ist das mit den Bridges noch ein kleines bisschen wilder, weil dann auch Namespaces dazukommen. Namespaces sind eine Kernel-Technologie in Linux. Jeder von Ihnen, der Change-Root, also CH-Root schon mal benutzt hat, weiß, wie das auf Dateisystemebene funktioniert. Namespaces sind letztlich sehr ähnlich, aber nicht auf Dateisystemebene, sondern im Blick auf Netzwerk-Stacks. Das heißt, ein Namespace, ein Network-Namespace, ist letztlich nichts anderes als ein virtuell konfigurierter Netzwerk-Stack, der auf einem System existiert. Und der vor allem isoliert ist von den anderen Netzwerk-Stacks, die Sie auf dem System haben. Das heißt, Sie können auf einem System viele verschiedene Network-Stacks haben und die virtuellen Interfaces dieser Namespaces sehen einander nicht. Sie können auch nicht von einem Network-Namespace einfach mit einem anderen reden. Das ist auf Kernel-Ebene unterbunden. OpenFlow und OpenVSwitch sind die Standard-SDN-Technologien, die in OpenStack zum Einsatz kommen. Das heißt nicht, dass es die einzigen beiden wären, die OpenStack unterstützt, da kommen wir gleich noch dazu. Aber wenn Sie mit diesen beiden Technologien arbeiten, das ist der Standard, dann werden Sie irgendwann auch mit den virtuellen Switches in Berührung kommen, die ich gerade schon beschrieben habe, insbesondere mit der Integration Bridge, also mit dem virtuellen Switch, in den die virtuellen Maschinen ihre Interfaces verbinden, können Sie hier auch ganz gut sehen. OVS, VSCTL ist die Abkürzung für Open Virtual Switch, Virtual Switch Control. Das ist ein sehr schönes Kommando, wie ich finde. Sie haben hier eine virtuelle Konfiguration. Das ist ein VM-Port. Das heißt, auf dem System, auf dem Sie einen solchen Eintrag in der Konfiguration des virtuellen Switches sehen, haben Sie eine virtuelle Maschine, die ein Interface hat, das so heißt. Das ist quasi das Netzwerkinterface, das diese virtuelle Maschine benutzt. Da kommen die Pakete raus auf Systemseite, die in der virtuellen Maschine übers Netzwerk geschickt werden. Wenn Sie sich diesen Verlauf jetzt mal anschauen, dann werden Sie sehen, dass diese Pakete hier in die Tunneling Bridge weitergeleitet werden, nämlich genau an der Stelle. Und dann geht eben dieser Prozess los, den ich gerade beschrieben habe. Das Paket geht hier in die Tunneling Bridge, geht dann in den GRE-Tunnel. Wenn Sie VLANs benutzen, fehlt der Zwischenschritt mit der Tunneling Bridge. Beachten Sie bitte eines, beachten Sie das Tag 1 in dem Fall. Das Tag 1 ist interessant, das ist letztlich so etwas Ähnliches wie ein VLAN-Tag, aber eben nur so etwas Ähnliches. Offiziell heißt das Ding OpenFlow-ID. Und damit wird der Traffic, der aus dieser virtuellen Maschine kommt, eindeutig gekennzeichnet. Schlicht und ergreifend deshalb, weil so klar ist, das ist das Tag 1 und das Tag 1 kann eindeutig einem spezifischen Kundennetzwerk zugewiesen werden. Das heißt, wir wissen, was hier rauskommt, hat das Tag 1 und gehört deswegen zum Netzwerk von Kunden XY. Und auf einem anderen Host, auf dem das Paket dann ankommt, hat das dieses Tag natürlich immer noch. Was im Klartext heißt, wenn jetzt der Traffic nicht aus der virtuellen Maschine rausgeht, sondern auf den GRE-Tunnel hier reinkommt, dann weiß ich, Pakete, die einen Tag 1 haben, darf ich nur an die Ports versenden, die auch mit 1 getaggt sind. Und so ist auf den Hypervisern sichergestellt, dass der Traffic von Kunden sich nicht vermischt. Sieht dann ganz konkret so aus. Das ist ein OpenFlow-Flow, nur dass Sie es mal gesehen haben. Auch das müssen Sie nicht augenblicklich verstehen. Sie können aber, wenn Sie sich anschauen, was diese Regel besagt,
jetzt nicht relativ gut sehen, dass hier am Ende ein Output steht. Und Output ist in dem Falle einfach nur der Port am virtuellen Switch, durch den das Ganze rausgeleitet wird. Ja? Die Key Features von OpenStack Neutron. Was soll diese Software eigentlich tun? Was sind die Haupteigenschaften, die OpenStack Neutron ausmachen? Zunächst erlaubt Neutron uns virtuelle Layer 2 Netzwerke zu schaffen, auf dem Layer 3. Das heißt, wir sind eigentlich auf dem echten Layer 3 unterwegs, aber innerhalb dieses Layer 3s schaffen wir uns ein virtuelles Netzwerk, das für die virtuellen Maschinen aussieht wie ein Layer 2. Durch die Tags, die ich gerade gezeigt habe, haben wir eine echte Trennung von Kundenpaketen. Das heißt, ich kann ausschließen, dass ein Kunde 1 Pakete sieht, die Kunde 2 über seine virtuellen Maschinen versteht. Durch dieses System der Trennung habe ich die Möglichkeit, Kunden ihre Netzwerktopologie selbst bestimmen zu lassen. Das heißt, meine Kunden können innerhalb ihrer Installation letztlich tun, was sie wollen. Die können auch 100 Netzwerke anlegen, die die gleichen IP-Adressen haben. Das ist überhaupt kein Problem, weil Netzwerke von Kunde 1 mit Netzwerken von Kunde 2 niemals kollidieren werden. Die können beide 10.0.0-24 haben als Netzwerk. Die Pakete werden sich an der Stelle niemals sehen. Und deswegen muss ich als Administrator dieser Umgebung nicht Sorge dafür tragen oder mich nicht darum kümmern, dass da irgendwelche Kollisionen entstehen könnten. Das macht die Software, in dem Falle OpenStack, OpenStack Neutron auf Grundlage von OpenFlow und OpenVSwitch ganz von allein. Nahtlos integrierter Zugriff für Internet, aufs Internet für virtuelle Maschinen, wie gerade eben schon erklärt. Layer 3 Networking durch den Layer 3 Agent, der an der Stelle dafür sorgt, dass virtuelle Maschinen ein Interface, einen Router haben letztlich, durch den sie ins Netz kommunizieren können. Funktioniert übrigens in die andere Richtung genauso. Das ist also der Teil in Neutron, der mir die Möglichkeit gibt, einer virtuellen Maschine eine öffentliche IP-Adresse zuzuweisen, sodass Leute von außen mit dieser virtuellen Maschine kommunizieren können. In OpenStack Neutron habe ich Unterstützung für diverse verschiedene Software-Defined Networking-Lösungen. Ich habe bis jetzt von OpenFlow und OpenVSwitch geredet. Das ist der Standard. Das ist jahrelang auch die einzige Lösung dieser Art gewesen, die viel Interesse aufgesogen hat, viel Interesse angezogen hat von verschiedenen Herstellern. Es gibt dann aber auch noch andere Möglichkeiten. Eine davon ist VMware NSX, hat vorher noch Nicira NVP geheißen, weil auch die Firma, die das gemacht hat, Nicira geheißen hat, wurde mittlerweile allerdings von VMware übernommen, kommt von den gleichen Leuten, die sich OpenFlow und OpenVSwitch ausgedacht haben. Das heißt, die Entwickler im Hintergrund sind de facto in beiden Fällen die gleichen. Ryu OpenFlow ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass OpenFlow eigentlich der Teil der Technik ist, der im Hintergrund das Tagging von Paketen übernimmt. Ryu OpenFlow ist in dem Falle einfach eine Alternative zur OpenVSwitch. Können sich das eigentlich ganz leicht merken. OpenFlow ist die grundlegende SDN-Technologie. Und dann gibt es in Form von OpenVSwitch ein Frontend dazu. Es gibt in Form von Ryu ein zweites dazu. Und es gibt noch eine ganze Menge weitere Frontends für OpenFlow. Aber de facto nutzen die im Hintergrund alle die gleiche Technologie. Und Ryu, wie gesagt, ist ein ganz, ganz brauchbares Beispiel dafür. MidoNet von MidoCura, ebenfalls eine kommerzielle Variante. Das heißt, VMware hier in dem Fall und MidoNet von MidoCura sind kommerzielle SDN-Implementationen, die OpenFlow und OpenVSwitch in vielerlei Hinsicht deutlich überlegen sind. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Momentan formiert sich viel PR, viel öffentliches Interesse herum um eine weitere Lösung, nämlich Open Daylight. Das ist jetzt quasi gerade so der Shooting Star. Und man darf davon ausgehen, dass das in OpenStack relativ bald unterstützt sein wird. Vor allem deshalb interessant, weil Open Daylight eigentlich das erste Projekt dieser Art ist, das über die Grenzen verschiedener Hersteller, Netzwerkhersteller hinweg durchaus öffentlichen Support genießt. Apropos Netzwerkhersteller, wir haben durchaus auch Support für hardwarebasierte Lösungen, was im ersten Augenblick ein kleines bisschen eigenartig gilt, klingt aber eigentlich relativ leicht zu erklären ist. Wenn Sie sich vorstellen, Cisco, Juniper, Brocade, all diese Unternehmen haben letztlich die Position, die sie haben, durchaus dadurch erreicht, dass sie spezifische Netzwerkgeräte vertreiben und dass diese spezifischen Netzwerkgeräte Funktionen beherrschen, die die Konkurrenz so nicht hat oder anders implementiert. Das heißt ganz konkret, wenn Sie jetzt hingehen und dieses ganze Prinzip, also alles, was auf Switch-Ebene passiert, von den Switches wegnehmen, dann ist das eine ziemlich krasse Bedrohung des klassischen Geschäftsmodells von Firmen wie Cisco und Co.
die haben durchaus ein Interesse daran, auf dieser SDN-Ebene mitzuschwimmen und ihre eigenen Produkte so zu platzieren, dass offensichtlich wird, dass auch sie bei SDN mitmachen. Und deswegen ist das gar nicht verwunderlich, dass es durchaus auch Plugins für OpenStack Neutron gibt, die das Ganze konkret an Hardware anbinden. Ist dann im Cisco-Kontext beispielsweise so, dass Neutron per SSH mit Login bei einem Cisco-Switch ein WLAN einrichtet. Ja, was jetzt nicht ganz der ursprünglichen Idee dahinter entspricht, aber wenn es funktioniert, dann haben die Leute, die Switches mit Cisco UCS, also mit Nexus haben, da durchaus die Möglichkeit, diese Funktionalität direkt in OpenStack mit einzubinden. Juniper und Brocade machen das ganz ähnlich. Lustigerweise unterstützt Juniper mittlerweile OpenStack direkt für die Hardware, obwohl Juniper selbst vor anderthalb Jahren eine SDN-Firma gekauft hat. Die haben sich Ende 2012 Contrail einverleibt und hätten damit durchaus eine eigene SDN-Lösung, die in OpenStack bis jetzt aber gerade nicht unterstützt ist. Mellanox ist dann noch so ein typisches Beispiel für einen Sonderfall. Die haben Spezialhardware, die in sehr eng umschrittenen Use Cases zum Einsatz kommt und die sie auch dementsprechend benutzen. In OpenStack Icehouse wird die Möglichkeit bestehen, Icehouse ist die Version, die jetzt im April erscheint, zwei Plugins zur gleichen Zeit zu benutzen. Das heißt, ich werde in Icehouse die Möglichkeit haben, ein OpenVSwitch-Plugin zu verwenden und gleichzeitig zum Beispiel ein Cisco-Plugin oder ein Juniper-Plugin. Das ist durchaus so vorgesehen, ist eigentlich konzipiert gewesen als Krückenkonstruktion für Windows, weil nämlich OpenVSwitch, also die Standard-SDN-Lösung für OpenStack, auf Windows-Hosts bis jetzt nicht funktioniert. Da gibt es eine eigene Implementierung. Momentan arbeitet allerdings auch eine italienische Firma daran, OpenVSwitch auf Windows zu portieren. Was mich daran erinnert, ich habe vom Alessandro ewig nichts mehr gehört. Hoffentlich hängt das nicht von OpenVSwitch ab. Gut, wie gesagt, momentan viel Entwicklung um das Thema herum und in Icehouse wird die Möglichkeit bestehen, zwei verschiedene Plugins für SDN gleichzeitig in Neutron zu verwenden. Konfiguration in OpenStack funktioniert meiner Meinung nach vorbildlich, einfach weil ich ein einheitliches Webinterface habe, das OpenStack Dashboard, das mir auch die Möglichkeit gibt, Netzwerke direkt aus der Cloud Computing Umgebung heraus zu konfigurieren. Sieht dann ganz konkret so aus. Ist jetzt eine beispielhafte Darstellung für eine Maske, die ich da habe, aber de facto kann ich mit diesem Interface, mit dem Dashboard, viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten wahrnehmen. Ich kann mir eigene Netzwerke anlegen, und zwar so viele, wie ich will. Ich kann dementsprechend auch Verbindungen zur Auswahl herstellen. Ich kann meinen virtuellen Maschinen öffentliche IP-Adressen zuweisen. Alles, was ich mit Neutron im Hinblick auf virtuelle Maschinen erledigen kann, kann ich das Dashboard dementsprechend abrufen. Und dann haben wir im OpenStack Neutron der Gegenwart noch einige durchaus interessante Funktionen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht einleuchtend wirken, die aber durchaus einleuchtend sind. Wir haben in OpenStack das Plugin in OpenStack Neutron, das Plugin für Firewall as a Service. Bei Firewall as a Service geht es letztlich darum, dass ich mein Neutron mit einer externen Firewall-Lösung verbinde. Im einfachsten Beispiel ist das IP-Tables. Im einfachsten Beispiel kann ich Firewall as a Service verwenden, um mit IP-Tables auf meinen einzelnen Rechnern entsprechende Konfigurationen von Firewalls vorzunehmen. Die Idee ist aber ganz klar, dass ich das eigentlich eher an externe Firewall-Lösungen richte. Also zum Beispiel so Geschichten wie die SDS, also die Software-Defined Security-Lösung, die VMware selbst anbietet. Da habe ich dann eine externe Firewall und ich kann aus OpenStack heraus meine Dienste so konfigurieren, dass sie die Regeln dieser externen Firewall entsprechend beachten. Ich kann Traffic innerhalb meiner Cloud so umleiten, dass er durch diese virtuelle Firewall durchgeht, die ich betreibe. Und da ist letztlich das Firewall as a Service Plugin für OpenStack das Bindeglied zwischen diesen externen Firewall-Lösungen und meiner eigentlichen OpenStack Cloud. Ich kann de facto also die verschiedenen Services dieser Firewall für meine virtuellen Maschinen in OpenStack benutzen. Load Balancer as a Service gibt es seit OpenStack Havana, funktioniert letztlich, um ein relativ einfaches Problem zu lösen, wenn Sie sich vor Augen halten, wie Sie an virtuelle Maschinen, die in einem Cloud-Computing-Kontext-Umfeld laufen, wie Sie da rankommen, dann werden Sie draufkommen, naja, irgendwie kann ich von außen entweder auf die Dinger nur zugreifen, wenn ich einen dieser Hosts als Jump-Host benutze, wenn ich also auf die virtuelle Maschine gehe und dann auf die oder die. Oder Sie werden draufkommen, ich muss mir eine eigene virtuelle Maschine einbauen, die genau diesen Jump-Host-Zweck erfüllt. Und das
genau, die diese Weiterleitungsfunktion erfüllt. Das Load Balancing as a Service Plugin in dem Fall erledigt das für Sie, entweder indem es auf dem Netzwerkknoten einen Proxy, einen Load Balancer für Sie startet, in dem Fall ist das ein AJ Proxy, bietet Ihnen aber auch die Möglichkeit, externe Load Balancer zu verwenden. Das heißt, wenn Sie einen Load Balancer von Redware benutzen oder einen Load Balancer von F5 oder F5 oder irgendeines dieser Geräte, dann werden Sie mit dem Load Balancer as a Service Plugin die Möglichkeit haben, das nativ an OpenStack Neutron anzubinden. Je nachdem, wer solche Geräte schon hat, wird diese Möglichkeit zu schätzen wissen. Und Sie haben dann auch die Option, direkt aus OpenStack heraus diesen Load Balancer zu konfigurieren. Das heißt, im Dashboard tragen Sie beispielsweise Ihre Zielhosts ein, wo Ihre Webserver laufen, und das wird dann im Hintergrund auf die Konfiguration dieses Webservers 1:1 übertragen. VPN as a Service ist letztlich genau das Gleiche, nur in hellrosa. Da geht es dann nicht darum, dass ich meine virtuellen Maschinen von außen mit Webbrowsern erreiche. Da geht es um die Frage, wie kann ich mich selbst mit meinen virtuellen Maschinen verbinden, per SSH zum Beispiel. VPN as a Service läuft letztlich darauf hinaus, dass ich selbst eine VPN-Verbindung in mein virtuelles Cloud-Netzwerk aufbaue und dann quasi selbst Client innerhalb dieses Cloud-Netzwerks bin, geht über IPsec, und dann kann ich quasi lokal auf meine virtuellen Maschinen zugreifen. Ist ganz nützlich, weil ich dann nicht eine virtuelle Maschine mit öffentlicher IP-Adresse starten muss, die ich als Jump-Host missbrauche, sondern kann ich in dem Kontext tatsächlich tun, ohne eine solche virtuelle Maschine zu verwenden. OpenStack Neutron integriert Software-Defined Networking, also nahtlos in OpenStack. Alles, was ich in OpenStack als Virtualisierung auf Computing-Ebene habe, kann ich über Software-Defined Networking auch auf die Netzwerkebene übertragen und habe so die Möglichkeit, tatsächlich Cloud-Computing-Umgebungen, virtualisierte Umgebungen zu schaffen, in denen meine Kunden netzwerkmäßig machen können, was sie wollen. Ich muss nur das Ding am Anfang einmal aufsetzen. Den Rest, die komplette Verwaltung ihres eigenen Netzwerks, überlasse ich meinen Kunden. Ich muss keine WLANs mehr konfigurieren. Ich muss de facto eigentlich überhaupt nichts mehr machen, wenn das Ganze einmal aufgesetzt ist und entsprechend funktioniert. Zum Abschluss noch ein paar Dinge, die ich auch im Gespräch mit Kunden immer wieder als Herausforderungen wahrnehme, wenn es um Software-Defined Networking geht. Was stellt Unternehmen vor Probleme, wenn es darum geht, ein Software-Defined Networking-Umfeld aufzubauen? Das erste, typischerweise die Wahl der richtigen Software-Defined Networking-Implementation. Da habe ich eben schon die verschiedenen Varianten, die es gibt, erwähnt. Das hängt zum Teil ab von der Hardware, die ich in Verwendung habe. Das hängt zum Teil ab von der Frage, wie sehr meine Virtualisierungssoftware diese Hardware unterstützt. Wir haben gesehen, bei OpenStack habe ich relativ große Unterstützung für verschiedene Lösungen. Das muss aber nicht bei jeder Cloud, bei jeder anderen Virtualisierungslösung oder Cloud-Lösung ähnlich sein. Da gibt es durchaus Unterschiede in der Qualität der Implementation. Zweiter wichtiger Punkt. Wenn ich ein Software-Defined Networking einführe, dann habe ich am Anfang einen relativ hohen Lernaufwand und ich habe eine relativ steile Lernkurve, nicht zuletzt, weil Software-Defined Networking mit vielen Konventionen bricht, die Netzwerk-Admins so gewöhnt sind. Wer von Ihnen benutzt noch ifconfig? Das ist schön, das wird immer weniger, großartig. Es ist ja offiziell so, dass das seit irgendwie, keine Ahnung was, 3 oder 4 Jahren als deprecated markiert ist. Und trotzdem ist die Realität, deshalb tatsächlich viele Admins das immer noch nutzen. Da ist grundsätzlich auch gar nichts Schlechtes dran. Einziges Problem ist, mit ifconfig können Sie zum Beispiel keine Network Namespaces benutzen. Das heißt, wenn Sie ifconfig verwenden, dann sehen Sie auf einem System, dass Sie Netzwerkinterfaces haben. Das ist dann ETA0, ETA1, ETA2, alles was Sie physikalisch sehen. Das sind die Bridges, die Sie auf Host-Ebene konfiguriert haben. Weil wenn Sie irgendwo virtuelle Netzwerk-Stacks haben, die über Namespaces implementiert sind, dann werden Sie die damit nicht sehen. Und deswegen ist es halt tatsächlich so, dass Sie viele Konventionen haben, viele Gewohnheiten haben, die bei Software-Defined Networking so über die Wupper gehen und die Sie so einfach nicht mehr haben werden, wo einfach Admins sich teilweise umgewöhnen müssen. Was dann nicht unbedingt zu erhöhter Akzeptanz der Lösung führt, lässt sich bei Software-Defined Networking am Anfang aber leider nicht vermeiden. Das ist so ein Punkt, bei dem viele Unternehmen wirklich viel Zeit einkalkulieren, einfach um ihre Admins fit zu machen. Und das ist dann eigentlich auch der letzte Punkt. Admins, wer von Ihnen hat in einem Unternehmen eine typische, klassische Trennung in Storage-Team und Betriebssystem-Team und Netzwerk-Admin-Team? Das haben viele Unternehmen. Und das Problem ist, dass Sie in einem Software-Defined Networking-Umfeld eigentlich keinen Bedarf haben für jemanden, der wirklich ein ausgewiesener Netzwerkguru ist, wenn der nicht gleichzeitig Systemadministration auch kann.
weil sie nicht mehr dann, wenn sie ein Netzwerkproblem haben, anfangen, Switches zu debuggen, sondern sie werden tatsächlich irgendwann einfach hingehen und das System debuggen. Sie werden auf dem System hantieren müssen, um zu schauen, welche Pakete gehen wohin, wo kommen die wieder raus. Das ist eine Herausforderung, die gerade bei größeren Unternehmen einige Schwierigkeiten hervorruft, weil sie diese klassischen Administratorenteams, also das Netzwerkteam und das Storage-Team und das Sicherheitsteam, so eigentlich nicht mehr haben können. Das muss letztlich zusammenwachsen. Das müssen letztlich Leute sein, wo am Ende jeder an jeder Komponente einer Cloud oder einer Virtualisierungsplattform entsprechend arbeiten kann. Wenn Sie Interesse an Software-Defined Networking haben, dann finden Sie mittlerweile einiges an wirklich guter Dokumentation zum Thema. Das enthält dann auch die OpenStack Neutron-Dokumentation, die mittlerweile sehr ausführlich beschreibt, was in Neutron wie zu konfigurieren ist und was wie funktioniert. Sie haben auch einige wirklich gute Erklärungen zum Design von OpenStack Neutron auf der OpenStack-Dokumentationsseite. Das heißt, wenn Sie über den Vortrag heute weitere Informationen darüber hinaus haben möchten, dann kann ich Ihnen gerade die Dokumentation zu OpenStack Neutron näherlegen, einfach weil sie schematisch nochmal einiges erklärt, was ich jetzt hier in der Zeit leider nur sehr kurz habe ansprechen können. Und ansonsten hoffe ich, dass ich Ihnen zumindest einen grundlegenden Eindruck vermitteln konnte von der Idee, die Software-Defined Networking zugrunde liegt. Und ich denke, wir können dann mit den sicher nicht vorhandenen Fragen weitermachen. Danke.